Also wenn ich aufziehe, dann grätschen die bis nach Jerusalem, denke ich. Und ja, aber ja, der Ball ist drinne und das was zählt. Ich denke, wir haben den Gegner analysiert und geguckt, wo wir Räume finden. Und ich habe da Platz gehabt und konnte dann frei marschieren. Und ja, am Ende haben wir es gut rausgespielt. Und ja, dass der Schuss noch abgefälscht wurde am Ende. Natürlich ein bisschen glücklich, aber ja, aber ich denke, das haben wir trainiert die Woche und ja, von daher haben wir es gut umgesetzt. Wir spielen es gut über Sascha. Sascha spielt ihn zu Max Sauer. Max Sauer spielt ihn zum Hansi, zum Hans Sapay. Der Hans Sapay spielt ihn zu mir. Ich bin frei, laufe dann von hinter der Mittellinie los und ja, sehe dann den Raum, wo Tobi mit mir einen Doppelpass spielen könnte und das hat er dann auch gemacht und ja, so bin ich dann vorne reingekommen und ja, habe das Tor dann gemacht und ja, natürlich sehr positiv und ich hoffe, dass ich noch das eine oder andere Tor schießen kann. Wo wir den noch so super dann noch reinspielt, ist natürlich gut für mich dann gewesen und ja, hat es mir dann noch einfacher gemacht. Ja, war natürlich top. Ich denke, wenn ich nochmal abkappe, dann machen alle Chapeau. Ich spiele rüber zu Tobi und der schießt einfach dann ins leere Tor. Aber ja, der Ball ist einfach im Netz und ja, wenn der Ball im Tor ist, dann hat man, denke ich, nichts falsch gemacht und das ist das, was zählt. Also klar, ich denke, dass es ordentlich ist. Aber es ist auch eine Momentaufnahme. Also wir wollen da dranbleiben. Wir wollen weiter ein gutes Gefühl haben in der Mannschaft. Und daran gilt es halt weiterzumachen. Jeden Tag trotzdem immer den Fokus auf Fußball zu haben. Ja, mein Bruder war nämlich zu Besuch und habe ihn gesucht, habe ihn aber leider nicht gefunden, erst nach dem Spiel. Und deswegen war der Jubel für ihn.